Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Der DPA Fact-Checking hat eine Meldung zum Thema Impfen ins Internet gebracht. Und weil ich mir den nicht alleine antun kann, ziehe ich euch wieder mit rein. Link zu dem Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, also so den Link zu meinem zweiten Kanal, falls er gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort noch raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin Autismus an Brückenkanal, als auch der Link zu meinem DeviantArt-Kanal, wo ihr meine Comic-Seite nochmal geben könnt. Habt also Geduld, wenn Benzinwut noch nicht ganz beendet ist, als auch der Link zu meinem Fanfiction-Kanal. Und diese Meldung trägt den Titel: RKI empfiehlt Impfen. Sprachassistent gibt Mythen von Impfskeptikern wieder. Ja, und RKI steht ja für das Robert-Koch-Institut. Also, würde ich mal sagen, fangen wir hier lang drum rum. Los geht's. Das Robert-Koch-Institut ist Deutschlands oberste Gesundheitsbehörde. Ist doch klar. Wer natürlich leugnet, dass es das Robert-Koch-Institut gibt, ist ein Dulli. Weiter geht's. Und soll Impfen für gefährlich halten? Wohl kaum. Hier hat sich der Google-Sprachassistent verirrt. Also ist Google mittlerweile auf der Seite der Impfskeptiker gewechselt. Heißt jetzt demnächst Google Wendler oder was? Wie Michael Wendler. Egal. Klappe, Michael Wendler. Okay. Na also, geht doch. Für Informationen über öffentliche Gesundheit wie Infektionskrankheiten und Impfungen ist das Robert-Koch-Institut, kurz RKI, zuständig. Doch in einem Video ist nun zu sehen, dass das Robert-Koch-Institut angeblich Impfungen für schädlich halten soll. Ach nee. Das ist bestimmt gelogen. Weiter geht's. Eine Person fragt den Google-Sprachassistenten: Sind Impfungen gefährlich? Daraufhin antwortet die automatische Frauenstimme: Laut RKI 13 Doppelpunkt, die Nebenwirkungen und Risiken von Impfungen sind unkalkulierbar. 14 Doppelpunkt, Impfstoffe enthalten gefährliche Chemikalien, mit denen Kinder wissentlich vergiftet werden. Dies könne man angeblich auf der offiziellen Seite des RKI nachlesen, kommentiert ein Facebook-Nutzer. Warnt das RKI, also das Robert-Koch-Institut, tatsächlich vor unkalkulierbaren Impfrisiken? Also wenn das Google so gesagt hat, dann kann man schon auf Google kein Verlass mehr sehen. Meine Meinung. Lesen wir weiter. Bewertung: Auf der erwähnten RKI-Webseite kann man nachlesen, dass Impfen vor Krankheiten schützt und eben nicht gefährlich ist. Der Sprachassistent liest nicht die Einschätzung des Instituts vor, sondern Mythen von Impfskeptikern, die das RKI auf seiner Webseite widerlegt. Tada! Und jetzt zu den Fakten. Die Webseite, die der Sprachassistent zitiert, hat als Überschrift Antworten des Robert-Koch-Instituts und des Paul-Ehrlich-Instituts zu den 20 häufigsten Einwänden gegen das Impfen. Hier werden also Mythen von Impfskeptikern mit Fakten widerlegt und nicht vom RKI eine Gefährlichkeit von Impfung beschrieben. Auf die vorgelesene Behauptung Nummer 13, die Nebenwirkungen und Risiken von Impfungen sind unkalkulierbar, antwortet das RKI etwa: Immer wieder ist in den vergangenen Jahren darüber gestritten worden, ob Autismus, Diabetes oder selbst Multiple Sklerose durch Impfung ausgelöst werden könnten. Darüber gestritten worden? Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Autismus ist angeboren. Meine Güte. Wer das immer noch nicht begreift, ist einfach ein Dulli. Lesen wir weiter. Einen Nachweis dafür gibt es allerdings bis heute nicht. Vielmehr sprechen die Ergebnisse zahlreicher Studien gegen einen Zusammenhang zwischen Impfung und den genannten Krankheiten. Erstens mal, nochmal, Autismus ist angeboren und nicht durch Impfungen auslösbar. Und zweitens, Autismus ist auch keine Krankheit. Wie kann man das einfach nicht verstehen? Naja, Dulli bleibt Dulli. Ändert nichts dann daran. Weiter geht's. Die Informationsseite zur Widerlegung von Einwänden gegen das Impfen ist einige Jahre alt und wurde zuletzt 2016 aktualisiert.
Autismus ist angeboren, ne? Robert-Koch-Institut. Einfach mal im Kopf installiert kriegen. Weiter geht's. Aber auch über neuere Impfungen, wie die Corona-Impfung, schreibt das RKI, dass sie gegen schwere Erkrankungen, also weiterhin einen guten Schutz bietet. Häufige, kurz anhaltende Impfreaktionen seien etwa Schmerzen an der Einstichstelle oder Kopfschmerzen und Fieber. Schwere Nebenwirkungen seien selten, schreibt das RKI. Verantwortlich für die irreführende Antwort ist die Funktionsweise des Sprachassistenten der Google-Suchmaschine. In diesem Fall hat Google Assistant einen sehr isolierten Ausschnitt einer Webseite als Suchergebnis ausgegeben, der den Inhalt des vollständigen Artikels nicht korrekt wiedergibt, teilte ein Google-Sprecher der deutschen Presseagentur mit. Das Unternehmen arbeitet derzeit daran, das Problem zu beheben. Ja, dann ist Google zeitweise halt gehackt worden. Naja, hoffentlich arbeiten sie auch daran, dass sie nicht mehr hackbar ist. Was soll ich dazu auch sagen, Leute? Also, kann man halt daraus schließen, Google ist nun mal hackbar. Und ob das demnächst nie wieder vorkommen wird, ist eine andere Sache. Was meint ihr zu diesem Artikel hier? Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung etc. pp. Also viel zu liken, also viel zu teilen. Als auch den Abo-Button mit Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und morgen sehen wir uns mit einer neuen Meldung wieder. Und ich würde mal sagen, ciao Leute!